Wunderbar. Dann möchte ich gar nicht weiter verzögern. Bitte heißt die beiden herzlich willkommen und viel Spaß. Ja, auch von uns herzlich willkommen. Hallo. Wir, das sind Lars und Andreas. Wir wollen heute mal was ausprobieren, was es in der Form auf dem Kongress noch nicht gab. Wir haben das mal literarischen Abend genannt. Aufgrund einiger Fahrplanveränderungen hat sich das nun nach vorne geschoben. Immerhin ist es draußen dunkel. Vielen Dank, lieber Winter. Zum Teil mit der Literatur. Wir wollen das ja eher als Gesprächsrunde auch mit euch führen, um über aktuelle und vergangene Science-Fiction-Literatur zu sprechen und nicht so sehr als Frontalunterricht. Das ist jetzt alles gerade ein bisschen hektisch angegangen, wobei ja eigentlich Literatur und Hektik eher so ein bisschen Gegensätze und Kontrapunkte sind. Ich lese zum Beispiel sehr gern bei einer Tasse Tee und komme ein bisschen runter. Das war dieses Jahr eigentlich sehr schwierig wegen der aktuellen Rahmenbedingungen, unter denen wir gerade operieren, auch der politischen Vorgänge, die passiert sind. Und ich denke, das passt aber auch ganz gut rein, um zu sehen, was ist Fiktion und wie spiegelt sie aktuelle politische Vorgänge wider und wie weit bricht sie aber möglicherweise auch das Denken auf für solche, die in der Zukunft passieren. Wir haben ja auch schon auf diesem Kongress über Transformation gehört, über diesen Wandel unserer Gesellschaft, der passieren wird. Auch da haben wir einige Werke, über die wir da sprechen wollen. Und letztlich ist es aber auch immer die Sprache, in der wir natürlich miteinander als kommunikative Wesen versuchen, diese Thematiken zu diskutieren. Und hier ist schon die Frage, was sind Begrifflichkeiten, was sind Worte, was sind Themenfelder, die man anschneiden kann und mit welchen Möglichkeiten kann man die erschließen und erarbeiten. Und wir haben beide festgestellt, dass Sprache, in einem Zitat von Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, dass Sprache durch Science Fiction auch immer aufgebrochen wurde, dass es via Kunst im Allgemeinen einen Weg geboten hat, um über das Bestehende hinauszudenken, um ein Denkmal zu schaffen, um Menschen dazu anzuregen, um über etwas nachzudenken und vielleicht anders nachzudenken, als wir das bisher konnten, in anderen Begrifflichkeiten und vielleicht auch in abstrusen Rahmenhandlungen. Vielleicht als erstes Buch zur Empfehlung, über das wir sprechen wollen, damit ihr seht, es ist nicht nur Science Fiction. Fangen wir ganz weit vorne an, kommen dann in die Jetztzeit, werden unterwegs auch immer versuchen herauszufinden, was war die Bedeutung dieses Werkes für den Diskurs, was können wir aus diesem Buch lernen und dann immer auch versuchen, mit euch auf eure Fragen, auf eure Anmerkungen einzugehen. Und ich denke, wir versuchen das einfach mal und wir freuen uns drauf. Genau, die Sprachentwicklung oder der Einfluss der Sprache ist bei diesem Buch jetzt vermutlich allgemein bekannt, aber das Buch hat uns tatsächlich nicht nur den Trojaner oder das trojanische Pferd gegeben, sondern insbesondere die Odyssee, eine ganze Menge anderer Geschichten, solche Dinge wie Phishing, solche Dinge wie Drogen, den ganzen Zirkus findet ihr dort auch, bis hin zum überraschenden Hintertürchen und seltsamen Tricksereien, die dort am Ende passieren. Das nur sozusagen als Anfang. Für mich war das ein guter Anfang, weil das tatsächlich relativ früh in meinem Leben war, als ich das irgendwann mal lesen musste, gemusst habe, gewollt habe. Im Endeffekt war es gut. Ja, und das ist auch alles, was wir hier tun, ist unsere persönliche Geschichte. Dieser Vortrag entstand aus einer Diskussion, die wir vor der letzten Datenschleuder hatten im Mai, anlässlich der Toilettenschilder im Berliner Club. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend wirken. Auf diesen Schildern ist die Bitte zu spülen, damit sich kein Kalkstein bildet, denn das würde im Zweifel einen Installateur kosten, der nimmt aber Geld, das wir lieber in Projektfinanzierung stecken wollen. Und als Zitat befindet sich unten auf diesem Schild der Hinweis: und pfeif nicht, wenn du pisst. Und wir hatten vor der Datenschleuder 94 dann die Diskussion, ob denn Andi, der egal was auch immer er tut und in welchen Sphären er auch immer für uns tätig ist, immer auch noch in der Lage ist, als Hausmeister uns tatkräftig zur Seite zu stehen und einfach anpackt, was sehr schön ist, hat man attributiert, ob nicht Andi derjenige wäre, der diesen Satz geschrieben hat. Und so entspann sich eine Diskussion über Robert Anton Wilson und Illuminatus und den Kongress vor 20 Jahren. Und bei der Diskussion kamen wir dann auch darauf, was denn Literatur auch als persönliches Element ist. Und für mich war diese Fähigkeit zu lesen, diese Fähigkeit zu entfliehen, in ein Buch zu gehen, das war immer auch ein Bruch mit der Wirklichkeit. Das war die Fluchtmöglichkeit, der Fluchtpunkt, in einem Moment der Pause herauszukommen, aus dem, was gerade um mich rum ist, mich abzulenken und auch einfach das Gehirn mal wieder in einen anderen Kontext umzuschalten, um in der Informatikersprache zu bleiben. Und so waren Bücher für mich immer etwas, das man liebt, das man herzt, das man schätzt und das man mit anderen teilt.
Und so ist ein Werk, das ja eigentlich eher eine Dystopie ist als ein Science-Fiction-Roman, etwas, mit dem wir all das hier aufspannen wollten. Und das ist Fahrenheit 451. Nach 451 Grad Fahrenheit, nach der Temperatur 232 Grad Celsius, bei der Papier zu brennen beginnt. Und die Tatsache, dass jemand es wagen würde, Papier zu verbrennen und Bücher zu verbrennen, war zum damaligen Zeitpunkt ja aufgrund der Körperlichkeit des Werks, denke ich, noch ein anderer Frevel als heute. Alle von euch haben die eine oder andere Form eines E-Books schon gelesen. Und auch das wollen wir heute versuchen und wollen wir vielleicht als Beginn zu nehmen, denn noch nie ist es so leicht gewesen, Bücher untereinander zu tauschen und miteinander auszutauschen, welche Werke man denn gerne lesen möchte. So hoffe ich, dass sich in den nächsten Tagen auf den diversen Gelegenheiten noch die Möglichkeit zu einer digitalen, dezentralen Privatkopie diverse Werke bieten wird, und ich hoffe, dass ihr das auch untereinander tut. Okay, ja, ich kann da vielleicht gerade noch was zu einem Buch sagen, das wir nicht hier haben, das aber jeder von euch kennt, das tatsächlich zeigt, dass man auch heutzutage Bücher nicht verbrennen muss, um sie vielleicht unerfolgreich, aber doch aus dem Verkehr zu ziehen. Das war das 1984. Ich glaube, war das Amazon, die aus dem Verkehr gezogen haben? Wer von euch hat in dem Moment relativ schnell australische Webseiten gesurft, unter Umständen mit einem Proxy, um das Buch ganz, ganz schnell nochmal für die öffentliche Domäne zu retten? War das Erste, was ich getan habe. Genau, wenn du bei Persönlichem warst, dann fange ich sozusagen mit dem nächsten Werk an. Wir waren gerade bei Dystopien. Das Buch tatsächlich ist eher eine Utopie. Ich weiß nicht, ich glaube, das kennen nicht viele von euch. Es geht um eine Reise zu einem Planeten, die Menschheit kurz vor der Vernichtung oder vor der vermeintlichen Vernichtung nochmal besiedelt hat. Das heißt, die haben eine 10-jährige Expedition losgeschickt, und auf diesem Planeten hat sich halt, weil durch Hochtechnologie und das ganze andere, eine völlig andere und insbesondere nicht monetäre Gesellschaft entwickelt. Der Autor James P. Hogan ist vielleicht nicht allzu bekannt, hat aber erstaunlich viele Werke geschrieben und schreibt tatsächlich häufig sehr freiheitsdenkende Werke in der Art. In diesem Fall ist es so, dass nach 20 Jahren diese beiden Gesellschaften, also die alte Gesellschaft, die wieder alle Erwartungen überlebt hat, mit der neuen Gesellschaft kollidiert, und man hat dann diesen einen militaristischen Apparat, der versucht, seinen Planeten, also die Kinder, wieder heim ins Reich zu holen. Das hatten wir in der menschlichen Geschichte ja auch das eine oder andere Mal. Und genau das läuft da halt auch, in diese beiden Systeme kollidieren. Und am Ende kann natürlich nur eins gewinnen, weil die einen wollen halt sozusagen den anderen Leuten die Freiheit rauben oder ihnen, naja, Ordnung und Struktur bringen in der Art. Kann ich sehr empfehlen. Natürlich, deswegen ist es da. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, ein kurzes Impulsreferat zu geben, um die Bedeutung herauszuarbeiten, alternative Realitäten zu denken und möglicherweise auch zu verschriftlichen und zu teilen in Gesellschaftsformen, in denen das anderweitig nicht möglich ist. Und Fiktion bietet ja immer auch die Chance, Dinge herauszulösen, eben auch zu entkontextualisieren und eben als Fiktion zu veröffentlichen. Dieses Werk hat natürlich mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Dieses Buch hier von Philip K. Dick, dessen Werke ja auch in großer Zahl durch Hollywood veröffentlicht wurden, nennt sich Das Orakel vom Berge, und es beschreibt eine Welt, in der die Vereinigten Staaten den Krieg verloren haben, den Zweiten Weltkrieg verloren haben, und durch eine siegreiche Achsenkoalition aus Japan und Nazi-Deutschland besiegt wurden. Und in diesem Buch geht es um einen Schriftsteller als Protagonisten, der ein Werk schreibt über eine alternative Realität, in der die Vereinigten Staaten den Krieg gewonnen haben und Nazi-Deutschland und Japan den Krieg verloren haben und für diesen Frevelakt natürlich verfolgt und bestraft wird. Und das war so eins der ersten Werke, bei dem ich verstand, wie so diese Inversionsschichten funktionieren können, die ich dann später auch in meinem Gespräch mit Wau kennengelernt habe, der es ja geschafft hat, in höchster Präzision zu sagen, was man nicht tun soll. Du sollst auf gar keinen Fall hier einen Kondensator auflöten und auf gar keinen Fall hier verbinden, sonst würde es wie ein Modem wirken. Und ich denke, das ist eine Lektion, die wir daraus mitnehmen konnten, welche Möglichkeiten wir eben haben, über die Form der Verneinung oder eben auch über die Form einer Geschichte, in einer Geschichte, in einer Geschichte, Dinge zu kommunizieren und mit anderen auszutauschen, auch wenn möglicherweise ein repressives Zensursystem existieren würde. Wo wir auch gleich zum nächsten Buch kommen. Stanisław Lem ist ein polnischer Autor, der ein Buch geschrieben hat, der futurologische
Kongress. Letztlich handelt dieses Buch von einer Welt, in der ein Kongress stattfindet, in einer Bananenrepublik, in einem 106-stöckigen Hotel, dem Hilton. Er gibt ihm tatsächlich auch einen Namen einer echten Kette. Und in diesem Buch reist ein Teilnehmer an, ein Kosmonaut, Tichy, der reist zu diesem Kongress an und stellt fest, dass er, obschon das eigentlich eine sehr bedrückende Atmosphäre ist und sehr viele Themen dort auch diskutiert werden, die möglicherweise eher dazu geneigt wären, die Laune zu verschlechtern in Anbetracht dessen, was auf uns zukommen wird, der eine oder andere wird sich da vielleicht hier wiederfinden, sind die Teilnehmer dieser Veranstaltung aber sehr glücklich und sie stellen am Ende fest, dass es eine Droge gibt, er nennt sie Benignatoren, Benignators, also eine Droge, die die Menschen glücklich macht, die der diktatorische Präsident des Landes dem Wasser hinzufügt, um zu verhindern, dass die Menschen unglücklich sind und möglicherweise zu einer Revolution kommen. Ich erinnere mich da an die Keynote, in der Rob gestern zufälligerweise das Beispiel erwähnte von Prozac und der Art und Weise, wie das möglicherweise die Kreativen unter uns, die eigentlich diejenigen wären, die Veränderung tragen, unterbindet und Revolution stoppt und Veränderung, gesellschaftliche Veränderung stoppt. Und ich fand es sehr schön, dieses Buch dann gestern wiederzufinden in meinem Kopf und zu sagen, das möchte ich gerne auch noch darstellen. Das sei auch wieder nur ein Beispiel, um eben zu demonstrieren, dass all diese Dinge, die wir hier gerade erleben, ja offensichtlich auch schon vorgedacht wurden vor so vielen Jahren, dass Menschen erkannt haben, was sind diese langfristigen Zyklen, welche Veränderungen werden passieren. Und für mich waren Bücher und gerade Science-Fiction-Bücher immer ein Weg, aus diesem doch sehr, sehr kurzfristigen, sehr kurzatmigen, sehr atomisierten, mit dem wir uns mittlerweile beschäftigen und mit dem wir von einem Schritt zum nächsten versuchen zu kommen, wie Rob gestern so schön meinte, in der Hoffnung, dass jemand anders am Steuer sitzt, wenn der Kahn kollidiert. Das war immer das, was Literatur aufgebrochen hat. Und einer der Autoren, den ich unbedingt hier anbringen wollte, wo ich auch Andi an dieser Stelle danken muss, der mir das mit 15 in die Hand gedrückt hat, ist John Brunner, ein britischer Autor, der sehr viele Werke geschrieben hat. Und eins dieser Werke, das letzte auf dieser Liste, ist der Schockwellenreiter. Und ich hatte das auch schon in dem Chaos Radio Express, was wir in Linz auf der Ars Electronica gemacht haben, kurz angerissen. Es ist eine literarische Aufarbeitung eines Werkes eines Futuristen, The Future Shock, Alvin Toffler, ein US-amerikanischer Autor, der die Theorie hatte, dass es einen Übergang geben wird von der Industriegesellschaft zu dem, was wir heute Wissensgesellschaft nennen, das, was er damals Superindustriegesellschaft nannte, und dass das aber dazu führen würde, dass nach dieser ersten Welle, nach dem Niederlassen des Menschen und dem Betreiben von Ackerbau und der zweiten Welle, dem Ziehen in Städte und dem Aufbau einer Industriegesellschaft und der immer weiter fragmentierten Tätigkeit am Fließband, eine dritte Welle kommen würde, die aber den Menschen überfordern wird. Das ist dieser Zukunftsschock und die Schockstarre, in der sich Menschen befinden. Und John Brunner griff das Ganze auf und hat versucht, das zu transformieren und zu sagen, kann man denn diese Schockwelle nicht surfen? Kann man nicht, wenn hier schon Veränderung stattfindet, dann wenigstens sagen, na gut, dann nehme ich den Schwung mit und gucke, wo ich hinkomme. Und das ist auch ein Werk, das ich sehr gerne weiterempfehle, auch weil John Brunner, den ich über dieses Werk kennengelernt habe, sehr viele andere sozialkritische Werke geschrieben hat. Und hier spiegelt sich wieder eben diese sozialkritische Funktion von Science Fiction wieder. Das Buch Die Plätze der Stadt ist von der Rahmenhandlung her ein Schachspiel einer Schachweltmeisterschaft in Havanna 1890, glaube ich, spielt aber in einer lateinamerikanischen offensichtlich Diktatur, die in einer neu gebauten Hauptstadt, also offensichtlich Rekurs auf Oscar Niemeyers Brasilia, Personen darstellt, die in der vermeintlichen Optimierung gesellschaftlicher Abläufe ganz klare Interessen mit sich bringen, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Auch das ist, denke ich, ein Thema, das wir in der aktuellen Politik im letzten Jahr ganz gut wiedergesehen haben. Aber auch die anderen Werke würde ich gerne weiterempfehlen, die auf Themen der Zeit dann entsprechend Rekurs genommen haben. Und dann waren das aber so Themen, die doch sehr präsent waren, die auch dem damaligen Zeitgeist entsprachen. Und dann dachten wir uns, vielleicht als Konterpunkt sollte man etwas ganz Verrücktes setzen. Und dann sind wir auch eben bei dem, was diesen Vortrag
letztlich angestoßen hat, nämlich bei dem Toilettenschild des Chaos Computer Club Berlin. Es gibt eine Trilogie von Robert Anton Wilson und Robert Shear, die Illuminatus-Trilogie, die vermutlich viele hier gelesen haben, aber offensichtlich viele Mitglieder im Berliner Club nicht, sonst hätten wir die Diskussion nicht geführt. Oder sich das Zitat nicht gemerkt haben. Und hier war die Frage, wofür steht dieses Buch? Und ich glaube, das Buch möchte ich euch gerne als Lehrstück in kognitiver Dissonanz ans Herz legen. Denn das war das, was es bei mir hervorgerufen hat. Ich habe das mehrfach versucht und auch einmal tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht, ob du je zum Ende gekommen bist. Ich bin immer nur bis zur Hälfte gekommen. Das ist diese Szene, wo diese große Frau auftaucht und dann wird alles komisch. Interessanterweise ist das genau die Szene, die in dem Buch beschrieben wird. Da taucht halt diese große Frau auf und für den Hauptdarsteller wird alles komisch. Ich konnte mich perfekt mit diesem Hauptdarsteller identifizieren. Ja, gerne, ja, gerne. Da haben wir ein Saalmikro? Wir haben ein Saalmikro. Wir können auch gerne hier kurz diese Anmerkung entgegennehmen, das ist ja gut. Robert Anton Wilson hat ja viele Bücher geschrieben, die auch letztendlich alle ein bisschen durchgedrehter sind als das letzte. So Sachen wie Reality is what you get away with, die alle sehr schön sind. Aber er hat auch ein Sachbuch geschrieben. Ja, das Sachbuch heißt der neue Prometheus, auf Englisch Prometheus Rising. Und das ist der Hammer. Also das findet man nicht in einem Buchladen, nicht in der Ecke, wo die Romane stehen, sondern da, wo die Sachbücher stehen. Und das kann ich jedem ans Herz legen, weil einem das sehr schön erklärt, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie man das benutzen kann, um gewisse Dinge, die einen sonst vielleicht verwirren, aufzudröseln. Vielen Dank für den Hinweis. Auch weil wir ja gestern gehört haben, wir sind ja nicht der Chaos Computer Club, weil wir Chaos verantworten und verursachen, sondern wir umgehen können. Unter welchen Namen auch immer wir das tun. An dieser Stelle vielen Dank für Ash und den Zugang zu seiner Bibliothek über Jahre hinweg. Dieses Buch hat mir, glaube ich, zum ersten Mal anschaulich gemacht, was Data Mining ist. Mit dem Hinweis, man möge doch das File zuerst runterladen und dann greppen, damit man nicht seine Search Query, also seine Suchanfrage, einer dritten Entität überlässt. Letztlich ist das, glaube ich, auch das erste Buch, das ich gelesen habe, das Cyber Warfare illustriert hat. Und ohne hier spoilern zu wollen, der aufkommende Neue im Chat stellt sich als künstliche Intelligenz heraus. Und das Buch hat eine ganze Menge Aspekte, unter anderem der Versuch herauszufinden, wie weit diejenige Person weg ist, mit der man spricht. Anhand der Laufzeitmessungen im Chat stellen sie dann fest, dass es entweder über einen Satelliten bounced oder möglicherweise von einem weiteren Satelliten kommt. Das haben wir dann ja später wieder erlebt, als ein Physiker in Berkeley auf einer Modemleitung, an der ein Anrufer aus Deutschland kam, der KGB-Hack, mit dem Schlüssel geklingelt hat, um zu gucken, ob die Verbindung schlechter wird. Vielleicht lasse ich das einfach hier kurz so stehen, wir gehen danach nochmal drauf näher ein. Aber auch das ist ein Werk, das ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann, auch weil es die Frage der realen Namen nochmal aufwirft. Oh Gott, ja. Da kommen wir zum ersten großen Klops. Den Namen kennt jeder. William Gibson ist irgendwie einer der Autoren schlechthin, die das Genre geprägt haben. Für mich fing das mit Neuromancer an. Ich habe tatsächlich nicht alle Bücher auf dieser Liste gelesen. Ich glaube sogar nicht mal die Hälfte. Aber das sind Bücher, die über ihren Inhalt im Prinzip Szenen durchspielen, Ideen aufbringen, Namen generieren, die man dann später immer mal wiederfindet im realen Kontext. Und damit ist William Gibson natürlich einer der Autoren, die ganze Sprache an sich geprägt haben. Manchmal bin ich sehr traurig, dass Lem das nicht ganz so erfolgreich gemacht hat, was zum Beispiel virtuelle Realität angeht. Ich habe die, glaube ich, alle gelesen, bis auf das letzte. Hat irgendwann von euch schon Zero History in der Hand gehabt? Auch noch keiner? Wow, okay, immerhin. Ja, ich denke, da muss man eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Der erste Teil, also es sind drei Trilogien, in denen er geschrieben hat, oder zumindest sind sie nachträglich immer in Form einer Trilogie interpretiert worden. Die ersten drei Werke handeln vom Sprawl, also von der Urbanität
und letztlich auch der beginnenden Cyberpunk-Kultur. Die nächsten drei Werke, das muss aber dann 93 sein bei Virtual Light, die Brückentrilogie handelt von einer beschädigten Oakland Bay Bridge und aufkommender Nanotechnologie. Und bei den letzten dreien bin ich mir, nachdem ich das dritte noch nicht kenne, nicht sicher, ob es wirklich eine Trilogie ist. Spook Country liest sich auch offen gestanden nicht wie Science Fiction. Das war für mich so ein, Frank gab mir das, als ich am Strand lag und meinte, hier, guck mal, gibt's ab morgen. Und ich habe da reingelesen und konnte nicht mehr aufhören. Aber es las sich schlichtweg nicht wie Science Fiction. Also es beschreibt eigentlich die Post-9-11-Geschichte in den Vereinigten Staaten. Und es war alles so unfassbar real. Ich weiß nicht, ob es da abweichende oder ergänzende Meinungen im Publikum gibt. Nee? Ah. Ich will nur ganz kurz sagen, es ist auf jeden Fall ein Teil der Trilogie. Also Hollis Henry und so weiter kommen im dritten Teil auf jeden Fall vor. Also es sind die gleichen Charaktere und so weiter. Also soweit habe ich das Ding auch schon angelesen, aber noch nicht weitergekommen. Ja. Was? Mit Pattern Recognition konntest du dich, glaube ich, auch ganz gut identifizieren. Da konnte ich mich hauptsächlich wegen der Hauptdarstellerin drüber identifizieren, weil ich eine ähnliche Allergie pflege wie sie. Das ist, ist aber tatsächlich etwas, was ich kultiviere und worunter sie, glaube ich, ein bisschen leidet, beziehungsweise womit sie natürlich ihr Geld verdient. Das ist eine Markenallergie. In einer gewissen Weise. Und die Frau wird halt reell krank. Manchmal wird man davon geistig tatsächlich auch ein bisschen krank, wenn man diese ganzen Buzzword-Wolken vor sich hat. Das ist sehr plastisch an der Stelle. Aber das ist auch der Punkt, den das mit mir zusammen hat. Ja, und damit kommen wir auch gleich zu einer sehr, sehr interessanten Vereinigung aus zwei Autoren. Genau, der Bruce Sterling sagt mir tatsächlich nicht ganz so viel, aber der William Gibson an der Stelle, beziehungsweise dieses Buch handelt... Ist halt ein Steampunk-Roman und der handelt irgendwann 1800, fängt irgendwann 1800 noch was an und die Engländer sind, oder die Briten sind die dominierende Kraft geworden und Charlie Babbage hat halt nicht auf der Hälfte abgebrochen mit seiner Maschine, sondern hat sich halt tatsächlich durchgesetzt, hat den Computer in seinem Steampunk relativ mechanisch umsetzen können und dann, darauf hat sich dann das britische Empire aufgebaut. Schön war da an der Stelle für mich hauptsächlich, dass zum Beispiel Gödels Theorem in diesem Buch sehr anschaulich erklärt wird. Die Hauptdarstellerin reist halt durch die Gegend, lernt viele interessante Leute kennen wie Ada Lovelace und naja, man zieht dann halt so einzelne Zitate draus. Das da unten habe ich dann in einem größeren Ding, was ich selber schreiben musste, als Kapitelüberschrift verwendet, was dann deutlich darauf hinweist, wie gefährlich man an manchen Stellen sozusagen genau auf das Problem hinweist, was man hat, wenn man alle Dinge, die man in der realen Welt versucht, in irgendeiner Weise zu sehen, auf Daten abbildet, dann haben wir nämlich dieses Bitkipper-Problem und das kann man halt tatsächlich auch in dieser mechanischen Welt sehen. Das ist insofern ganz schön, weil es halt dieses Buch, den ganzen Krams, den wir halt hier kennen, in einem völlig anderen Setting beschreibt, nämlich in einem mechanischeren Setting und das Ganze da durchspielt. Das heißt, für mich sind Bücher auch immer so eine Art Handlung durchspielen, durchdenken. Und wenn man das einmal in einen anderen Kontext zieht und die gleichen Mechanismen, ne, Gödels Theorem zum Beispiel, dort immer noch funktionieren, dann hat man im Prinzip eine zweite Welt betreten. Das ist ein bisschen wie zweimal Leben an der Stelle. Gut, und Bruce Sterling sollten wir, glaube ich, auch nochmal aus dem aktuellen Kontext ansprechen. Abgesehen davon, dass ich viele seiner Werke weiterempfehlen kann, ich glaube, wir haben ihn gar nicht mehr mit aufgenommen. Holy Fire zum Beispiel, Zeitgeist war 2000 Buch über Zeitgeist und er hat es eigentlich immer geschafft, auch genau denselbigen sehr gut zu treffen mit all seinen Werken und ist jetzt aber in den letzten Tagen uns vermutlich und den meisten von euch eher dadurch aufgefallen, dass er einen sehr, sehr komischen Artikel über die WikiLeaks-Geschichte geschrieben hat und dort meinte Julian Assange, hätte sich ja mit dem Altgestein der Hacker-Szene eingelassen, mit Rob Gongreib und den furchteinflößenden teutonischen Lakaien. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht mal auf sein nächstes Werk warten, vielleicht ist er auch ein bisschen abgedreht gerade. Wir werden sehen. Man muss auch Platz für alternative Meinungen lassen. Ja, apropos abgedreht. Da fehlen mir immer die Worte. Er hat selbst in einem Interview auf die Frage, das ist sein Erstlingswerk, auf die Frage, wie Jeff Nunes es geschafft hat, sich so eine Geschichte auszudenken, die von, ich glaube, von Drogenkonsum in Manchester handelt, damit geantwortet, er hätte 30 Jahre lang in einem Vorort von Manchester in einer Bibliothek gelebt und damit in seinem Kopf und hätte ganz gut Zeit gehabt für sowas. Ich weiß nicht, ob es dieses Buch noch gibt, ich habe es auf
auf diversen Zweitmarktbüchern, Zweitbuchmärkten versucht, mit Ausnahme von Amazon aufgrund meiner Boykotthaltung gegen die gerade. Vermutlich gibt es das dort noch. Dieses Buch beschreibt letztlich einen Drogenrausch, glaube ich. Ich weiß nicht. Mir fehlen gerade die Worte dazu. Ich kann es jedem uneingeschränkt ans Herz legen. Auch sein zweites Buch Pollen, das von Taxifahrern und einer Pollenallergie handelt, wenn man drüber nachdenkt. Mir war bei der Durchsicht für diesen Vortrag nicht mehr so ganz klar, warum ich das ausgewählt habe. Ich weiß aber noch, wie es mich damals beides gefesselt hat. Und ich freue mich natürlich auf Zweitmeinungen. Vielleicht war das auch einfach eine komische Phase in meinem Leben. Insofern gucken wir mal. Gut. Nochmal einen einwerfen. Also Zeitgeist habe ich, glaube ich, als wir unseren Vortrag gehalten haben mit Frank Rieger vor 4 Jahren über das Wesen der Wahrheit, haben wir den Bruce Sterling Zeitgeist sehr empfohlen, weil er sehr gut erklärt, wie Dinge funktionieren. Ich meine, das Buch ist über den Manager einer Plastik Girl Group, ja, und ist schon allein deswegen empfehlenswert, weil es ein bisschen Einsicht in diese Industrie gibt. Aber es ist wirklich extrem empfehlenswert. Dann gibt es ein anderes Buch, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, aber du hast ja schon gesagt, spannend sind ja auch oft die Bücher, die Dinge weiterdenken, wo man denkt, das hätte ich sehen müssen. Wenn ich darüber nachgedacht hätte und Zeit gehabt hätte, das hätte ich selber sehen müssen. Und wo man sich dann so freut, dass es jemand aufgeschrieben hat und ein Buch drumherum gemacht hat. Ja, und da gibt es das eine Ding, wo mir der Autor nicht einfällt. Und es ist nicht Wing und nicht Sterling und nicht die bisher aufgeführt worden sind, vielleicht weiß es einer aus dem Publikum, ist diese Story, was ist eigentlich, wenn die Außerirdischen kommen? Oder was ist, wenn die Außerirdischen nicht kommen können und uns nur Nachrichten schicken können? Wir wissen, was passiert, wenn die Vorgonen kommen, dann war es das. Wir wissen, was passiert, wenn die Vulkanier kommen. Ja, das ist, wenn wir den Warp-Antrieb erfunden haben und so. Aber was ist, wenn sie einfach, wenn man irgendwie nur ein IT-Telefon hat und ins All ruft und dann geht irgendjemand auf der anderen Seite ans Telefon so und sagt, wer ist da? Die Menschheit. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch gerade keine Zeit. Habt ihr irgendwas Spannendes? Dann können wir tauschen. Und der Typ, der da am Telefon ist auf unserer Seite, ist nur so ein mittelmäßiger, keine Ahnung, Hacker oder nicht, ja, der sich sagt, ja, was habe ich denn Cooles? Und dann macht er Google an und googelt mal ein bisschen, was denn da Cooles ist. Und dann fällt ihm eigentlich nur eins auf, das ein bisschen größer ist und irgendwie einzigartig aussieht, und das ist das Humangenom. Ja? Und das lädt er dem Typen jetzt einfach mal hoch. Und so, und ich sage jetzt nicht, wie es weitergeht. Er kriegt dann was zurück und am Ende wird die Erde zerstört. Aber aber die Idee dahinter ist natürlich die Frage, die Antwort auf die Frage, wer nimmt eigentlich den Telefonhörer ab, wenn irgendein Trottel aus dem Spiralarm Ende Galaxis da hinten in der Ecke, was keinen interessiert, klingelt. Ja? Und die Antwort ist dieselben, die dir Spam schicken. Da finden wir hoffentlich noch den Titel raus. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich denke, wir müssen sowieso noch eine Literaturliste rausgeben. Das nächste Buch. Das nächste Buch stammt erstaunlicherweise von einem Autor, bei dem ich relativ wenig gehört habe, dass Sie ihn kennen, obwohl er, glaube ich, sehr, sehr berühmt ist. Der schreibt. So empfinde ich das. Ich glaube, es gibt da viele Meinungen. Es gibt zum Beispiel auch die Meinung, dass er für kleine japanische Grufti-Gothic-Fangirls schreibt. Ich finde es nicht so. Für mich schreibt er im Prinzip ziemlich genau an der Grenze der Realität, wie wir sie wahrnehmen. Beziehungsweise, wenn ich seine Bücher lese, kippt meine Realität normalerweise so einen ganz kleinen Tick zur Seite und ich sehe manche Dinge ein bisschen anders. Das liegt unter Umständen daran, dass ich genau das Buch zuerst gelesen habe, in dem er von Unter London schreibt oder über Under London schreibt. Und das ist so eine Art Parallelwelt. Wenn man das sehr sachlich betrachtet, ist das
so eine Art gemeinsame Traumwelt derjenigen, die durch die Rillen gefallen sind, also Obdachlose und das ganze andere. Wenn man es schöner sieht, ist es tatsächlich eine kleine Parallelwelt, in der so etwas wie Zauberei funktioniert. Der Hauptcharakter fällt halt im Prinzip irgendwann aus Freundlichkeit, weil er jemandem hilft, in diese Welt rein und kommt dann tatsächlich da nicht mehr raus, erlebt da jede Menge Abenteuer und kriegt einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf das, was wir hier letztendlich haben, weil sie nämlich all die Orte, die es in der realen Welt gibt, also im Überlondon, besuchen und ein bisschen Geschichte dahinter erleben, also so ein bisschen eine etwas andere Geschichte dieser Orte letztendlich erleben. Im Endeffekt ist es aber dann natürlich wieder nur eine sehr klassische Geschichte über, naja, Freundschaft und den ganzen anderen Krams. Aber sehr schön aufgeschrieben. Ich mag ihn hauptsächlich deswegen gerne, weil er wirklich sehr schön Sätze drechseln kann, die man dann trotzdem noch verstehen kann. Und das Buch hat tatsächlich an der Stelle wirklich so eine Art, bei mir zumindest hervorgerufen, dass ich häufiger mal gucke, wie sehen eigentlich andere Leute das, weil es tatsächlich einfach davon handelt, dass andere Leute diese Welt, so wie ich sie wahrnehme, also in diesem Fall vielleicht sowas wie Trafalgar Square oder sowas, komplett anders sehen könnten an der Stelle. Und es wird einem so einprägsam oder mir so einprägsam in den Schädel gehämmert oder vorgeführt, dass ich das dann letztendlich nicht mehr anders oder genauso auch dann wahrnehmen kann überhaupt erst. Ja, es gibt ein sehr ähnliches Buch von Kinami Evill, das nennt sich Unlundun. Und ja, das handelt eigentlich genau von der gleichen Sache. Es gibt, glaube ich, sehr interessant zu lesen dann. Für diese Unterstädte oder sowas, da gibt es, glaube ich, auch ganze Verschwörungstheorien zu. Also ne, unter Brüssel und unter Paris und unter New York, wo die Krokodile sind, aber. Ja. Ah, ich darf nicht aufhören zu reden, genau. Man darf natürlich nicht vergessen. Man darf natürlich, oder beziehungsweise wenn wir jetzt das Literaturquartett wären, müssten wir jetzt vermutlich über Comics oder Graphic Novels, ich benutze trotzdem den Ausdruck Comics, weil ich daran eigentlich nichts diskriminierend finde. Das ist natürlich ein bekanntes Werk, ich denke mal, die meisten von euch haben irgendwo mal davon gehört. Einige von euch haben unter Umständen schon Masken einer ähnlichen Art getragen oder auch nicht. Die sind ja tatsächlich populär. Das, was mir am bemerkenswertesten, also ich finde die Geschichte unheimlich toll, ihr kennt die alle halbwegs, lest den Comic, geht nicht in den Film, da ist deutlich mehr drin, aber das ist trivial, das wisst ihr alles, das ist bei allen Büchern so. Interessant finde ich, am bemerkenswerten fand ich in diesem Fall tatsächlich das Vorwort, weil eben genau da dieser Satz auftaucht, dass dieses Buch angeblich für Leute ist, die eben die Nachrichten nicht ausschalten, was dann einen tatsächlich wieder eine gewisse traurige Reflexion über diese Welt gibt, weil es dann nämlich anscheinend Leute gibt, wenn man diesen Hinweis geben muss, die die Nachrichten tatsächlich dann ausschalten. Manchmal lohnen sich bei Büchern tatsächlich nicht nur die Geschichten, sondern manchmal lohnen sich auch die Vorwörter, weil da unter Umständen die Autoren nochmal etwas sagen, was sie eigentlich auch mit dem Buch sagen wollen. Auf jeden Fall kann ich das Buch empfehlen. Die Geschichte ist in dem Buch dann tatsächlich nochmal deutlich reicher als in allem, was ihr in dem Film erlebt habt. Da will ich nochmal einen kurzen Sprung machen zum Future Shock von Alvin Toffler, den ich ja nur kurz als sozusagen Vorspann zu dem Schockwellenreiter erwähnt hatte. Eins der bemerkenswerten Begriffe, dieses Buch stammt von 1970 und ich las das so mit 8 oder 9, der Begriff, der mir da drin bekannt wurde, den ich erst später verstand, was er wirklich meint, als ich das selber mal erlebt habe, ist Information Overload. Und ich finde das immer noch einen validen Grund, um mal die Nachrichten abzuschalten. Aber tja. Vielleicht gibt es unterschiedliche Gründe, Nachrichten abzuschalten. So, ich glaube, das wird jetzt eher mit Publikumsbeteiligung. Wir haben uns nämlich insbesondere den Frevel geleistet, hier nur 4 Werke aufzuführen. Und eigentlich sollte man das komplette Oeuvre in kompletter Reihenfolge von vorne bis hinten mehrfach lesen pro Jahr. Das klingt aber dann wie Lobhudelei und das wollen wir auf gar keinen Fall hier auf der Bühne sehen. Genau, also Neal Stephenson ist momentan, glaube ich, relativ angesagt. Als Autor, wir haben die Reihenfolge tatsächlich komplett, 1992, ich habe irgendwo einen Kommentar über ihn gelesen, dass er halt nicht die Bühne der Literatur nicht betreten hätte mit diesem Roman, mit Snowcrash, sondern sie quasi besprungen hätte. Das war auch der erste Roman, den ich von ihm gelesen habe. Wer nicht kennt, der Hauptcharakter nennt sich halt der weltbeste Hacker und Schwertkämpfer. Das ist er dann irgendwann an einer gewissen Stelle auch und er lebt Hero-Protagonist. Er ist Pizzalieferant. So viel vielleicht dazu. Die Welt ist. Die er Welt ist Deliverator, das, also wir Discord ja müssen auseinanderhalten. Ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, aber wenn der Deliverator, also er,
sein Gaspedal runterdrückt, dann geht's halt ab. Das ist einer der ersten Sätze in dem Buch. Die Pizza, allein die Pizzalieferfahrt ist lesenswert. Das ist, als wenn man selber in diesem Wagen sitzt. Das ist sehr erstaunlich. Das Buch hat aber dann tatsächlich deutlich mehr Tiefe als schnelle Bilder. Es geht da in diesem Buch um Meme, um die Kraft von Worten. Habe ich was ja, irgendwas ja, und ich glaube, also das große überlagene Thema, das wir ja auch da draußen gerade erleben, ist, es ist eine Corporate World. Das ist alles in atomisierten Unternehmenseinheiten. Es gibt keine übergreifenden Städte mehr. Die Menschen ziehen sich zurück in die Markenwelten als Rückzugsort. Und ich denke, für den Zeitpunkt, in dem das rauskam, war das ein sehr visionäres Werk. Tatsächlich sind einige Sachen, die wir mehr oder weniger täglich benutzen, mittlerweile in diesem Buch schon irgendwo mal vorgedacht worden. Das große Nachschlagewerk da drin heißt Earth. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob Google die Idee zuerst hatte oder er. Auf jeden Fall ist es sehr bezeichnend, dass es beides den gleichen Namen trägt. Oder Artcom oder wie auch immer. Das ist hier auch gar nicht erwähnt, aber das kann ich nochmal hochhalten, weil das ist auch ein hervorragendes Buch, auch wenn man nicht über die Bühne wandern soll. Das da, ja, das hat mich wirklich gefesselt, das hat mich gekickt, das war großartig. Dieses Buch ist The Diamond Age und es handelt on the face of it von Nanotechnologie. Aber eigentlich handelt es von der Geschichte eines kleinen Mädchens und was dieses kleine Mädchen als Lehrbuch haben soll. Und Ron korrigiert mich sofort, ich brauche ein Saalmikrofon. Noch weiter runterbrechen und sagen, es handelt darüber, was passiert, wenn Bildung in die richtigen Hände kommt. Weil es darum geht, dass ein Ingenieur im Zeitalter der Nanotechnologie, wo man also extrem viel Prozessor-Power in die Größe eines Buches hineinbekommt, zusätzlich zu allem, was dazugehört an Sensoren und Antennen und Geschichten. Und der wird dann von einem der reichsten Männer der Welt oder so ähnlich angeheuert, ein Buch zu bauen. Aber nicht ein Buch, sondern so eine Art Computer-Aided Learning, so eine Welterklärungsmaschine, eine Erziehungsmaßnahme. Eine Fibel für die junge Tochter oder nee, für die junge Frau. A Young Ladies Illustrated Primer. Genau. Und der reiche Mann sagt, das ist für meine Enkelin, weil meine Kinder sind nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich musste mich aus dem ganz nach unten als Tellerwäscher, nicht nach oben arbeiten. Und meine Kinder haben all das geerbt und haben nicht dieses Körnchen Subversivität, das habe ich ihnen nicht mitgegeben, das habe ich nicht hingekriegt. So, und letztendlich, die haben die Gebrüder Grimm gelesen oder so ähnlich. Ja, also wie man mit Hexen umgeht, was einem da beigebracht wird, das haben die halt nicht mitgekriegt und deswegen sind die nicht die Menschen geworden, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen sagt er, ich brauche etwas, was irgendwie meiner Enkelin Dinge beibringt. Und dann muss dieser Ingenieur dieses Buch bauen und der hat selber eine Tochter. Und deswegen muss er das Buch klauen, bevor er es ausliefert. Offensichtlich. Ja, weil wenn er das Ding baut und das so gut ist, dann muss seine Tochter das natürlich auch bekommen. Also geht er es klauen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil man kann nicht einfach irgendwie mit, ne, da gibt es dann auch irgendwie Digital Rights Management und tralala Geschichten. Also vielleicht muss er es irgendwo hinbringen. Lass kurz einhaken, weil du sagst klauen. Ja. Es handelt sich zwar um ein physisches Objekt, aber in dieser Nanotechnologiewelt, wir nehmen das immer so als selbstverständlich hin, weil wir beide das Werk sehr oft gelesen haben, kommt eigentlich nichts mehr aus der realen Welt. Also es gibt auch keine Realökonomie in diesem Sinne mehr, außer einem kleinen eingeschlossenen Stamm, den Viktorianern, die tatsächlich noch Pferde haben und Wälder und Ackerbau betreiben. Für alle anderen kommt der Kram aus einem Gerät in der Größe einer Waschmaschine, dem Materie-Compiler. Genau, und der druckt das dann. Und der druckt das dann eben, aber umso wichtiger ist es natürlich, Digital Restrictions Management zu haben, das verbietet, dass sich jeder was drucken kann. Wo kämen wir denn da hin? Ja, das geht gar nicht. Also, dass sich die Leute drucken können, was sie sich ausgedacht haben, nein. Nur das, was aus dem Katalog bitte, ja, sonst alles andere gibt's nicht. Völlig richtig. Also dieses Buch ist, was passiert, wenn Bildung in die falschen Hände oder in die richtigen gerät, weil das Buch wird dann natürlich weiter raubkopiert, ist klar. Und was dann passieren kann, ist es darüber, wie Bildung eigentlich aussehen muss, wenn es nach mir geht, 5 Jahren, wenn es nach der Technologie geht, wahrscheinlich eher 50 Jahren.
Es ist extrem spannend und extrem zu empfehlen. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Du hast gerade das Wort Raubkopieren gebraucht. Da sieht man, wie weit diese Indoktrinierung auch funktioniert. Aber da hören wir dann morgen noch weiter von Maha dazu. Genau, dann wir können einfach, wenn wir Bücher auflisten, dann können wir einfach weitermachen. Wir gehen nach rechts weiter. Das Kryptonomikon sind eigentlich drei Bücher. Eine Kriegsgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich was verwechsel. Es ist eine gewisse Nerd-Geschichte aus der Jetztzeit. Und was war die dritte Geschichte? War es eine dritte? Mir sind nur die zwei präsent. Die beiden zusammen auf jeden Fall, die sind halt ineinander verwoben, haben teilweise auch Dinge miteinander zu tun, einfach weil die Leute miteinander verwandt sind. Und an einer gewissen Stelle sind sie dann komplett miteinander verwoben, weil die eine Geschichte Artefakte aus der anderen Geschichte findet. Das Buch ist an sich ganz schön, weil es eine ganze Menge lehrreiches Zeugs über Kryptographie hat, eine scheiß spannende Geschichte ist. Ich glaube, es ist nicht ganz so tiefschürfend metaphorisch wie das nächste Buch jetzt an der Stelle oder wie The Diamond Age. Bevor ich zum letzten Buch an der Stelle komme, wollte ich nochmal kurz irgendwie darauf hinweisen, dass auch der Autor natürlich irgendwie mehr oder weniger Sachbücher schreiben wollte, und zwar über Kommandozeilen. Was ich sehr hilfreich fand an der Stelle, wo ich regelmäßig mit Leuten darüber gestritten habe, ob man jetzt die Maus benutzen soll oder nicht. Ich benutze üblicherweise gerne Tastaturen, weil ich denke, dass ich schneller bin. Neil Stevens hat mir erklärt, warum. Das fand ich sehr schön. Bevor wir zu Zack kommen, ganz kurz noch ein Hinweis. Kryptonomikon ist außerdem Buch 0 zu etwas, das dann Buch 1, 2, 3 sind, zu etwas, was dann Buch 4 ist, nämlich Anathem. Aber so sagt man. Ich wollte nur am Beispiel von Kryptonomikon was einwerfen, dass es viele von diesen Büchern empfehlenswert ist, auf Englisch zu lesen. Beim Kryptonomikon ist das, finde ich, sehr, sehr deutlich zu merken. Das ist das Buch mit der berühmten Übersetzung mit den gepunkteten Vierecken, was im Original IP-Adressen waren. Also das würde ich doch empfehlen, wenn es geht, das auf Englisch zu lesen. Ich muss zugeben, dass ich die meisten Werke auf Englisch lese, unter anderem, weil in diesem Umfeld im Club, denn Literatur war für uns auch immer so ein Moment des sozialen Zusammenhalts, der gemeinsame Ideen und Ideale und Plotlines, also Handlungsstränge oder den Major Consensus Narrative aufgespannt hat. Und da gibt es ganz fiese Mitmenschen, die kommen dann an, ja, da sitzt man gerade irgendwo gemütlich am Strand und hält seine Füße ins Wasser und denkt sich, endlich Sommer, die zwei Wochen im Jahr, wo es mal warm ist in Deutsch-Sibirien. Und dann kommt da jemand und bringt ein Buch mit und sagt, ich komme gerade von einem Flughafen irgendwo und ich habe dieses Buch gekauft, das kommt dann auch übermorgen hier auf den Markt und auf Deutsch dann auch in 3 Monaten. Das ist insofern unfair, als man dann meistens die ersten 2 Kapitel lesen kann, bis die sagen, jetzt brauche ich es wieder, jetzt komme ich mit dem Kaffee zurück. Aber dann ist auch klar, dass man es sowieso sofort haben will, ja? Also dieser Impuls, ein Buch sofort haben zu wollen. Ich denke, das wird sich irgendwann durch E-Books wahrscheinlich erledigen. Da kann das vierte Mitglied unseres literarischen Quartetts noch was zu sagen. Aber das ist eigentlich immer mein Wunsch gewesen, das möglichst schnell jetzt haben zu wollen. Und insofern hatte ich da nie darauf gewartet, dass es irgendwann auf Deutsch rauskommt. Abgesehen davon, dass die Übersetzung oft relativ schlecht ist. Das ist interessanterweise bei John Brunner recht gut gelungen. Auch wenn es gute Übersetzer gibt, die Übersetzung hat relativ häufig was von Stille Post. Der Autor schreibt A und es ist halt manchmal nicht sehr einfach, das in eine andere Sprache, also es ist tatsächlich auch einfach nicht einfach, das in eine andere Sprache überzubringen, insbesondere wenn schöne Wortbilder oder Schriftbilder verwendet worden sind an der Stelle. Genau, das Ende dieser Quattro-Triologie, Kryptonomikon, Baroque Cycle, ist dann Anathem wohl, wobei man dieses Buch ganz gut auch alleine lesen kann. Es geht, ja, extrem gut. In Leipzig hat sich, das ist jetzt keine große Neuigkeit, aber in Leipzig hat sich im Sublab sofort ein Lesekreis gegründet, als wir festgestellt haben, dass wir alle dasselbe Buch gerade zum zweiten Mal am Lesen waren. Das ist der erste Lesekreis meines Lebens gewesen. Das Buch handelt, wenn man so will, von wissenschaftlichen Mönchen in irgendeiner Art auf einer anderen Welt. Es handelt von Multiversen, die leben also irgendwo in einem anderen Universum, das interessante Parallelen zu unserer Welt hat, insbesondere was halt bestimmte physikalische Phänomene oder Ähnliches angeht. Und diese Menschen da leben, haben halt nicht so wie wir irgendwie die religiöse Welt von der restlichen Welt getrennt, sondern haben sich halt die klugen Leute in irgendeiner Weise abgespalten, weil sie halt auch zu klug waren, sind in Klöster eingesperrt worden und bleiben dann da für 1 Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre oder gar 1000 Jahre drinne, bevor sie dann in einem großen Ritual mal wieder für 10 Jahre mit der echten Welt oder mit der Draußenwelt Kontakt aufnehmen und man ein bisschen austauscht, was man da erfahren hat. Allein diese Lebenssituation fand ich an der Stelle schon sehr, sehr interessant, weil das Leben
in diesem, naja, in dieser Gruppe von Leuten durchaus auch eine Ähnlichkeit hat mit diesem. Deswegen kam der eine Untertitel zustande. Wir sind hier im Prinzip ein Sechstel, Myriadenstel eines Jahres zusammen in diesem Raum eingefercht, unterhalten uns, diskutieren ein bisschen an der Stelle, und genau das passiert auch in diesen Klöstern in einem Jahr, in 10 Jahren, in 100 Jahren. Das fand ich allein schon deswegen relativ bemerkenswert, weil ich nie vorher daran gedacht hätte, mich in ein Kloster einsperren zu lassen oder etwas in der Art. Das ist sehr nett. Aber gleichzeitig bearbeitet er an der Stelle wirklich sehr, sehr groß diese Multiversentheorie und unterhält sich mit dir über diese Geschichte, die da sich aufspannt. Da passiert dann irgendwann in der Mitte ein Knalleffekt und man fragt sich, ob man noch dasselbe Buch liest an der Stelle. Es wird dann auf einmal deutlich schneller und zumindest ich konnte an der Stelle dann nicht mehr so richtig aufhören zu lesen, habe das dann in einer Nacht durchgearbeitet. Genau, auf jeden Fall ist diese ganze Multiversentheorie in eine relativ interessante Geschichte aufgespannt, die mir das Ganze sehr, sehr nahe bringt oder sehr anschaulich macht. Man wird diesem Buch, glaube ich, nicht gerecht, wenn man es versucht zu überzählen. Ganz genau, ganz neu, das muss einfach dabei sein, weil ich glaube, das macht hier gerade die Runde, dieses Buch. Dazu gibt es noch einen zweiten Teil, den ich noch nicht gelesen habe, das Freedom. Was? Manche Menschen, na, keine Ausreden, dafür gibt es keine Ausreden, es ist unverzeihlich. Ich gehe sofort. Gut, nein, das Buch handelt davon, dass ein sehr begabter, sehr reicher, naja, Spielehersteller versucht, die Welt zu verändern. Oder zumindest vor seinem Ableben versucht hat, die Welt zu verändern, genau mit der Technik, die er beherrscht. Und das ist halt sozusagen die Informationstechnik. Der hat einen, wenn man so will, einen verteilten Dämonen geschrieben. Und dieser Dämon macht sich dann nach seinem Tod daran, naja, erstmal etwas zu erzeugen, was aussieht wie Chaos. Und dann im Endeffekt mehr oder weniger die Welt zu verändern an dieser Stelle. Das geht mit einer ganzen Menge Action einher. Das Interessante ist halt, dass er in diesem Buch auch wieder überlegt, wir haben eine Welt, die meisten Leute, wir sitzen in dieser Welt, die als relativ optimal angesehen wird. Es gibt herrschende Verhältnisse und wie werden diese, oder was passiert, wenn man diese herrschenden Verhältnisse umgeworfen werden oder wie kann man sie überhaupt umwerfen an dieser Stelle? Mal abgesehen davon gibt es halt jede Menge interessanter, gibt es eine relativ interessante Einsicht oder beziehungsweise es führt einem wieder mal vor Augen, wie eng wir doch mit dieser Informationswelt letztendlich zusammenhängen, wenn da mal was schiefläuft. Das ist eine sehr spannende, schnelle Geschichte an der Stelle und lässt dann ein bisschen träumen davon, das vielleicht auch mal selber hinzukriegen. Also so in der Art. So, und damit sind wir zumindest von unserem Teil und auch angesichts der Uhrzeit in Richtung des Endes gekommen, kommen jetzt ein bisschen noch ein sehr knappes Feedback. Wir hatten ja diesen Vortrag mit Andreas getauscht, damit nicht 3 Technik-Talks zeitgleich stattfinden und dann 3 eher weniger technische Talks zeitgleich stattfinden. Er hat mir hoch und heilig versprochen, dass die von mir ursprünglich anberaumte Stunde, die wir danach noch machen können, in die dann folgende Pause rein, auch vor seinem Vortrag stattfinden kann. Also wenn wir hier 5 Minuten überziehen, ist das kein Problem. Nichtsdestotrotz würde ich versuchen, dass wir so halbwegs im Zeitfenster bleiben. Ich denke, das ist ein Schlusswort von unserer Seite. Die Wirklichkeit muss sich im Gegensatz zur Fiktion nicht darauf beschränken, auf das, was möglich ist. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass Fiktion es wert ist, gelesen zu werden, auch weil sie aufzeigt, was denn möglich ist. Ich finde es immer persönlich sehr schwierig, diese Begeisterung für Bücher weiterzugeben. Entweder trifft man auf jemanden, der die auch hat, dann gibt es so ein gegenseitiges Flackern in den Augen, oder man wird irgendwie angeguckt, als käme man von sonst woher. Ich hoffe und wir hoffen, dass dieser Versuch, erstmal so ein bisschen unsere Begeisterung auch euch zu geben und ein paar Empfehlungen, so ihr sie nicht sowieso schon kanntet, euch was gebracht hat, und mal gucken, ob dieses Format getaugt hat, und freuen uns jetzt auf jeden Fall auf weitere Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich denke, für so 5, 6, 7 hätten wir auf jeden Fall Zeit. Also ihr habt vorher von Büchern geredet, die man sieht und dann sofort meint, oh, das will ich jetzt kaufen oder das will ich jetzt lesen und haben. Ich schlage vor, wir erwähnen jetzt jeder einfach nur ein Buch und einen Autor, bei dem wir das hatten, und gehen dann sofort weiter. Also fange ich gleich mal an. Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher. Wir brauchen ein Ersatzmikro. Hallo? Noch eins, Edward Bellamy, Rückblick aus dem Jahre 2000, schon ein bisschen älter.
Hier vorne, erste Reihe. Ich würde das Gesamtwerk von Charles Stross vorschlagen. Also einmal Iron Sky, Sunrise, so die Post-Singularity-Sachen. Dann die Laundry-Reihe beginnt mit The Atrocity Archive und The Halting State zum Beispiel. State hatten wir, glaube ich, auch hier drin. Ich glaube, ich habe die Folie einfach geskippt, aber unbedingt, ja. Charles wie Karel und Stross, Sierra Tango, Romeo, Oscar, Sierra, Sierra. Ich befürchte, das schreiben wir einfach mal in die Beschreibung rein. Die ist, glaube ich, nicht in das PDF mit reingegangen. Ich glaube nicht. Nee, die haben wir nicht exportiert. Charles Stross, Halting State, handelt von einem Mord in einem Online-Rollenspiel, das durch die Polizei des Ortes, in dem der Softwarehersteller seinen Sitz hat, aufgeklärt werden soll. Und darf ich vorschlagen, hier unten? Mhm. Oi. ihr habt Charles, jetzt bin ich verwirrt. Stross. Ja, das war der Autor. Babbage mit seiner Difference Engine. Der hat ja zwei Computer gebaut. Der erste war ja vollständig und ist auch wirklich gebaut worden. Und ich habe den Namen irgendwie nicht mehr im Kopf. Und der zweite war ja. Dann der andere. Ich glaube, das war dann Bruce Sterling und William Gibson. Er meint die Analytical Engine? Analytical Engine, ja, genau. Es gab ja die Dinger gab es ja wirklich. Mehr oder weniger. Die Pläne für das eine gab es und das Ding wurde gebaut vor kurzem. Und für das andere hat er die Pläne fast vollständig fertiggestellt. Und John Graham Cummings heißt der Mann, glaube ich. Ist, glaube ich, auch Science-Fiction-Autor und Journalist. Der hat sich mittlerweile angeschickt, die Analytical Engine zu vervollständigen und wirklich zu bauen. Und wer daran Interesse hat, kann über Pledgebank hingehen und Geld zur Verfügung stellen, um die Pläne in Gang zu setzen. Und hier wird nach dem Mikro gefragt. Der Mensch hat auch ein Sachbuch veröffentlicht. Es gibt ja dieses 1000 Plätze, die man auf der Welt gesehen haben muss. Und es gibt irgendwie den Geek-Atlas. Das sind irgendwie 256 Plätze, die ein Geek in seinem Leben besucht haben sollte. Ich kann generell die Bücher von Scarlett Thomas empfehlen. Britische Professorin für kreatives Schreiben, die sich sehr viel mit Quantenphysik, Quantentheorie beschäftigt und einfach völlig unter Drogen geschrieben hat anscheinend, mit extremen Gedankenexperimenten. Ich glaube, wir sind einfach alle so, aber ja. Die Drogen, ich glaube, ein hatte, oder zwei bringen wir noch unter. Es gibt schon ein bisschen Unruhe. Vielleicht können wir auch einfach im kleineren Kreis noch einen Haufen Tee trinken. Da hinten noch ein Autor, den ich noch empfehlen kann, ist Ted Chiang. Also der schreibt keine Bücher, sondern hauptsächlich Kurzgeschichten. Aber die sind alle sehr lesenswert. Er hat auch schon mal auf einer Seite so einen Gedankenexperiment zu freien Willen untergebracht, das wirklich toll ist. Es heißt What's Expected of Us. Würde ich einfach mal googeln. Der erste Google-Treffer ist es normalerweise. Okay, das nächste wäre eine der Peace Missions. Ja, genau, da ist von der Peace Mission erstmal eine Frage an Lars, und zwar, wann wird das erste irdische Consent eröffnet? Und von der gleichen Person kommt dann auch noch der entsprechende Comic-Tipp. Transmetropolitan von Warren Ellis, ein Hunter S. Thompson inspirierter Journalist in einer dystopischen Gesellschaft. Das ist quasi Fefe in der Zukunft. Falls wir auf dieser Seite noch ein Mikro haben, Steini hat mir irgendein Buch genannt heute am POC und ich habe schon wieder vergessen. Okay, ich glaube, ich versuche das nicht wirklich zu beantworten, aber ich befürchte, dass ein intergalaktischer Konsent der Idee ein bisschen widerspricht, weil der Konsent, das ist sozusagen der Zusammenschluss von so einem Kloster im Prinzip, so ein eingemauertes Ding, wo man dann eine Weile lang nicht rauskommt. Zum einen, das intergalaktisch zu machen, wäre problematisch, weil man dann ja die gesamte Galaxis umschließen müsste, dann gäbe es kein drinnen und kein draußen, das würde es etwas unglücklich machen. Aber das war das. Ja, ansonsten, wir bauen daran. Es gibt einen Teilkonsent in Leipzig schon. Was Adhort meinte, ich habe Accelerando sehr gern gelesen. Ich habe den Autoren gerade nicht parat, aber das hat mich dann doch bis zuletzt gefesselt. Ich würde sagen, die letzten beiden noch haben.
Ich mag auch Cory Doctorow sehr gerne, der auch krasser Kämpfer gegen DRM und so ist, der jedes Buch, was er auf den Markt bringt an dem Tag, wo es in die Läden kommt, auch unter Creative Commons auf seiner Webseite kostenlos zur Verfügung stellt. Ich lese jetzt gerade How We Became Posthuman. Das ist bei Catherine Hales. Das ist Philosophie und Science Fiction zusammengebaut über Cybernetics, Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. So, das kann auch ein sehr interessantes Buch sein, die diese zwei Fächer zusammenbringt. Dann haben wir noch einen letzten, vielen Dank. Ich schließe mit einem Sachbuch. Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren von Hubert Schleichert. Hubert Schleichert ist Philosophieprofessor in Konstanz an der Uni. Das ist ein herausragendes Buch. Vielen Dank für den Hinweis. Und ich glaube, das trägt uns dann in diese ganzen sinnlosen Diskussionen im nächsten Jahr, die wieder alle kommen werden. Und immer wenn ihr da draußen steht und verargumentiert, wo das jetzt hingehen soll und warum das Schiff bitte nicht gegen den Eisberg fahren sollte und ihr euch fragt, warum hören die alle nicht zu. Wenn ihr ein bisschen Kraft tanken wollt, nehmt euch eine Tasse Tee und setzt euch mit einem guten Science-Fiction-Buch hin. Entweder endet die Erde in fulminanter Explosion oder vielleicht geht es halt auch weiter. In diesem Sinne, vielen Dank. Ciao. Ja, vielen Dank an unsere Vortragenden. Bevor ihr euch jetzt aufmacht, direkt in die nächste Buchhandlung, noch bitte der kurze Hinweis, versucht durch die hintere Türe den Saal zu verlassen, damit wir von vorne schon die neuen für den nächsten Vortrag einladen können. Vielen Dank.